Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Themensonntag mit mir, den alten Biersüffler. Ihr habt es am Titel schon erkannt, vermutlich. Und zwar heute geht es mal wieder um eine neue Trinkgefäßvorstellung. Wir nehmen uns mal die ganzen Trinkgefäße durch, hier, ne, wo Bier reinkommt. Und heute haben wir den Steingut-Bierkrug. Genau, den Käferlor, um ganz genau zu sein. Ja, Freunde, ich freue mich, dieses Trinkgefäß heute vorstellen zu können. Er hat auf dem Kanal tatsächlich schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, wo ich euch die Geschichte erzählt habe, wie schwierig es doch ist, so einen Bierkrug über eBay tatsächlich zu beziehen. Da ist ja einiges schiefgegangen. Das war eine richtige Odyssee, die ich durchgemacht habe. Ich habe es ja detailliert an euch weitergetragen. Und ja, Freunde, jetzt ist es an der Zeit, wo wir den tatsächlich mal in unserer Reihe Bier-Trinkgefäße durchnehmen, rannehmen, thematisieren werden, ein bisschen Aufmerksamkeit schenken werden. Zunächst mal, was ist denn das für ein Krug? Wir hatten letzte Mal das Thema Bierkrug, Glasbierkrug gehabt. Das ist ja so eines der bekanntesten Trinkgefäße für Bier, für die Bierabfüllung, wo man sagt, so Mensch, ja, wenn wir im Biergarten sind, wenn wir in der Gaststätte sind, ne, der Bierkrug, der ist nach wie vor nicht nur historisch, sondern immer noch absolut im Betrieb, wie sagt man so schön, ja, in Benutzung, weil da wird gerne draus getrunken. Ne? Der ist robust, der ist für die Gastronomie super, nur wir als Hedonisten haben natürlich gesagt, naja, ist vielleicht nicht ganz so optimal. Für einen geselligen Umtrunk in Geselligkeit, da ist er sicherlich super, der Glasbierkrug. Aber so für den Hochgenuss und für die Aromaspitzen ist der eher nicht so geeignet. So, und nun stellen wir mal einen Vertreter vor, der tatsächlich sogar vor dem Glaskrug da war, der sich etabliert hat. Ursprung ist übrigens Bayern, und zwar in Käferloh, so nennt sich das dort, also nicht Käfer wie mit Ä, sondern mit E, also mit KE. Das ist eine Ortschaft in der Nähe von München. Und da war so 1809, 1811, gab es diesen berüchtigten Käferloher Markt. Und der ist berüchtigt gewesen, weil da kam es auch öfter mal zu Schlägereien und so, ne, zu Tumulten. Und da hatte dieser Bierkrug hier in dieser, ja, Ausführung tatsächlich auch sich einen Namen wohl gemacht. Also so wird das sich erzählt auch in der Wirtschaft, weil das ist dann auch, ja, so eine sogenannte Schlag- und Wurfwaffe tatsächlich gewesen. Wurde da also zweckentfremdet, ne, wenn die Herrschaften dort trunken waren und sich nicht ganz so, ja, wie sagt man so schön, elitär verhalten haben, wie wir das heutzutage pflegen. Und da hat er sich so einen kleinen Namen gemacht, aber nicht nur deswegen, sondern natürlich auch literarisch und auch in der Bierhistorie als solches, als Trinkgefäß. Denn es ist auch hier wieder, genauso wie bei dem Glasbierkrug, der Fall, dass der Krug als solches erstmal den klassischen Kelch also abgelöst hat. Ne? Erst, wissen wir ja historisch, war der Kelch da gewesen, das hatte er ja mit diesem religiösen Ursprünge gehabt, ne? Und so für den einfachen Mann, für die Wirtschaft, fürs Wirtshaus, da war tatsächlich hier auf dem Markt ideal dann halt so ein Tönnchen tatsächlich, auch Tönnchen von Tonne, ne? Diese Tonnenform, und deswegen heißen die Dinger auch übrigens Käferloher Tönnchen, ja, im Umgangssprachlichen. Also in Berlin zum Beispiel, das ist dann so dieses Käferloher Tönnchen, dann wissen wir sofort, aha, damit ist ein Steingut-Bierkrug gemeint mit Salzglasierung, und genau da ist diese Käferloher Geschichte halt, dass man das hier halt so kennt. Andere Namen, Bezeichnungen sind natürlich klassisch Humpen oder auch Seidel, wobei der Seidel natürlich schon eher auf die Keramikware auch darauf abzielt, die ein bisschen zylindrischer ist, ein bisschen in die Höhe geht und nicht in die Breite. Hier geht es, wie gesagt, in die Breite. Ursprung habe ich schon gesagt, Bayern ist klar, in der Nähe da von München, da ist das Ganze entstanden, sehr beliebt, wie gesagt, in der Wirtschaft und auf dem Markt. Eigenschaften haben sich erst im Laufe der Jahre herausgefunden. Übrigens, wenn wir von einem historischen, oder wenn ihr auch auf der Suche seid, ich denke mal, die Bierkrug-Sammler unter euch, die werden jetzt mir gleich in den Kommentaren recht geben. Und zwar, historisch gesehen, gelten Bierkrüge dieser Art, also dieser mit der Salzglasierung und in dieser Tönnchenform, wenn sie keinen Eichstrich besitzen. Also wenn die Zeit davor, wie gesagt, ja, gab es keine Eichstriche, kein Füllmaß in dem Sinne, das kam erst später. Und dann könnt ihr sagen, ihr habt einen historischen Krug, weil heute werden die auch noch vertrieben
und dann werdet ihr ein Eichmaß da drin finden und auch in der Wirtschaft werdet ihr das finden. Ne? Da steht dann auch ein 05er zum Beispiel drauf oder dann ist auch das kleine Löchlein da vielleicht schon drin. Das sind keine historischen Krüge, sondern das sind teilweise auch maschinell angefertigte Krüge. Erkennen könnt ihr das immer, ob die gedreht sind oder nicht gedreht sind, an den Rillen, die da drin sind. Hier habe ich jetzt tatsächlich Glück gehabt, dass ich einen handwerklich gefertigten Bierkrug hier habe, Steingut-Bierkrug, der gedreht worden ist. Gut, dann haben wir das erstmal soweit durch zu den Daten, zu den Fakten. Übrigens jetzt nicht im Adel oder irgendwie bei den Königen beliebt gewesen, sondern tatsächlich eher ein Biertrinkgefäß zu dieser Zeit zumindest 1810, 1815, wo wir uns da bewegen. Das war dann eher tatsächlich so fürs, ja, ich sag jetzt mal fürs Volk, ne, fürs Einfache bestimmt. Weil da in den eher elitäreren Kreisen ist man dann eher noch so im Kelch geblieben. Ne? Da hat man es aus dem Kelch getrunken oder auf anderen Messing zum Beispiel, ja, so Trinkgefäßen. Das kam dann erst später, so mit dem 20. Jahrhundert auch, wo das komplett gar nicht mehr der Kelch, weil da gab es dann schon auch noch andere Trinkgefäße. Da werden wir dann auch mal gucken, mit Blick nach England drüber, was da, oder auch nach Amerika, was da alles dann kam. Ne? Zum Willi-Becher kommen wir dann noch. Also das werden wir alles noch abhandeln einzeln. Gut, fangen wir mal an mit den Eigenschaften, mit den Attributen. Wo bewegen wir uns da? Naja, ganz klar, erstmal natürlich der klassische Krug. Und da haben wir ja schon gelernt aus dem letzten Video, mit dem, wo es um diesen Glasbierkrug ging. Krug ist immer Henkel. Ansonsten wäre es Becher oder Kelch. Aber in dem Sinne ist es Henkel dran. Und was lernen wir? Wenn Henkel dran ist, ist es ein Krug oder ein Humpen. Und dann haben wir einen Henkel hier. Eindeutig. Dieser Henkel hier, also die muss man dazu sagen, bei diesen Tönnchen, ist es so, dass die meistens immer ein bisschen kleiner sind. Ja, das heißt also, hier eine Hand reinzubekommen, wie bei Mastkrug zum Beispiel, das geht gar nicht. Ja, also das würde nicht funktionieren. Also höchstens zwei Finger. Man könnte das erkennen, passen höchstens zwei Finger rein. Manche sind noch ein bisschen, dann kriegt er noch drei bis vier Finger rein. Aber das ist dann so eher Ausnahme. Die meisten sind immer so gebogen. Ja, ich sage immer so wie so ein halbes Herz. Ne? So, guck mal, und dann kriegst du es. Ne? Und da ist auch nichts, wie gesagt, das ist alles am Stück, wie gesagt, gegossen, gedreht, angefertigt. Wir haben schon angesprochen, die Eigenschaften. Was ist denn das Positive an diesem Krug im Verhältnis zu dem Glasbierkrug? Ich glaube, einige werden es schon wissen, schätze ich mal. Naja, erstmal, wenn man draußen in der Wirtschaft sitzt, ist ja logisch, ne? Sonneneinwirkung, UV-Strahlen. UV-Strahlen ist Gift für ein Bier. Lichtgeschmack-Thematik hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Wollen wir möglichst vermeiden. Und aus diesem Grund hier, Steingut ist absolut blickdicht. Das heißt, da kommt kein einziger Sonnenstrahl durch. Nur oben, wenn man noch einen Deckel hat, wäre es noch optimaler. Aber die Käferlohr, also dieses Tönnchen hier, hat keinen Deckel. Und die werden auch gar nicht mit Deckel offiziell, sage ich mal, rausgebracht. Dieser Deckel, das war der Pestdeckel gewesen, wo wir auch sagen. Das werden wir auch nochmal thematisch behandeln. Ja, das sind auch Bierkrüge, das sind auch Steingut, Keramik, Bierkrüge, aber nicht diese Tönnchen. Diese Tönnchen tragen normalerweise in der Herstellung keinen Deckel. Es gibt Hersteller, die machen das, ja natürlich, klar gibt es alles, aber so traditionell gesehen hatten die nie einen Deckel gehabt. Das war immer oben offen. Und deswegen war es auch wichtig, dass man eine große, voluminöse Blume hatte, die auch hier rüber noch sogar ragt, um eben, dass die Blume das Bier da drin schützt. Ja, und das ist zum Beispiel der erste Vorteil, den wir haben gegenüber einem Glasbierkrug. Das ist absolut blickdicht. Das heißt, da kommt kein einziger Sonnenstrahl durch. Sehr gut für das Bier, schlecht für die sensorische Wahrnehmung für uns Biertester, weil hier ein Bier im Farbspektrum zu erkennen, Karbonisierung, Perlange zu erkennen, das wird hier ein bisschen schwierig werden. Auch Schwebeteilchen können wir da drin nicht entdecken. Wir sehen nicht, ob es geklärt ist, ob es gefiltert ist, ob es filtriert ist. Wir sehen gar nichts da drin, weil wir sehen ja nur diesen hübschen Krug, aber nicht die Farbe des Bieres. Auch mit der Blume wird es schwierig werden, die Abstandsmessung. Das kriegen wir auch nicht hin. Die EBC-Skala fällt hier völlig weg. Also auch da Saftigkeit, ja, ob es verblasst ist, ob es schal aussieht, all das können wir sensorisch nicht wahrnehmen. Somit haben wir auch wieder einen Nachteil bei diesem Krugart, ne, bei diesem blickdichten Krügen.
muss man sich jetzt entscheiden, was man will. Mein Tipp gleich hier vorweg ist der, packt euch das Bier am besten im Idealfall in ein Tastingglas rein, analysiert es, behandelt es und danach, wenn ihr sicher seid, okay, so und so, bei meiner Brauerei des Vertrauens, die stellen so ein Bier hin, dann nehmt ihr euch diesen schönen Steingut-Bierkrug und packt da euer Bier rein, dann wisst ihr, was ihr habt, weil ihr wisst ja, wie euer Bier aussieht und wie die Attribute des Bieres sind. Ja, was haben wir noch für positive Eigenschaften? Naja, ganz klar, im Vergleich zu dem Glasbierkrug fällt uns noch was ein, und zwar die abgeflachte Kante hier oben. Ne? Wir haben ja gesagt, ein Bierkrug, der Glasbierkrug ist extrem dickwandig, der ist extrem breit, Lippengefühl absolut nur zum Fluten gedacht, aber nicht zum Genusstrinken gedacht. Das heißt, ein Bierkrug aus Glas, den benutzt du zum Fluten. Das ist einfach von der Haptik, wie man den schon hat, ne? Den setzt du so an, es läuft direkt zentriert in die Mundhöhle rein und gleich runter zum Fluten. Da ist nicht viel mit Aromaspitzen, sehr, sehr suboptimal, weil er eben auch so dick ist. Hier haben wir es auch mit einem dicken Trinkgefäß zu tun, dass dem Glasbierkrug nichts nachsteht, aber wir haben hier eine abgeflachte Kante und die abgeflachte Kante ist viel, viel dünner. Also da bewegen wir uns, na, ich würde mal sagen, noch nicht mal 0,5. Und wenn wir da jetzt ansetzen an der Lippe, dann stellen wir schon mal fest, die Oberlippe umschließt das hier komplett, geht dann da rein und wir merken, okay, also oben ist es wesentlich dünner als ein Maßkrug oder ein Glasbierkrug. Also von der Seite auch schon durch diese Abflachung stellen wir schon mal fest, das hier ist schon mehr auf Genusstrinken aus als auf Wirkungstrinken. Ja? Also da kannst du zwar auch fluten mit, aber nicht so krass wie mit einem Maßkrug. Jetzt nur mal als Beispiel. Die nächste Eigenschaft, die wir haben, ist die schon angesprochene Salzglasierung. Salzglasierung ist klar, beim Brennvorgang kommt dann noch Salz mit rein. Es hat dann verschiedene Eigenschaften, warum man das macht. Unter anderem für diese Art von Krüge ist es wichtig, dass die Spritzigkeit, die Perligkeit erhalten bleibt. Und es ist eine raue Oberfläche. Also salzglasierte Krüge erkennt ihr immer an dieser rauen Oberfläche. Manch einer hat mal gesagt, und das kenne ich noch, das ist vom Gefühl so, wenn man noch nie aus so einem Krug getrunken hat, als würde man aus einem Toilettenbecken trinken. Bäh, wollen wir nicht. Aber das ist auch immer, wie gesagt, so Stammtischgespräche, ne? Wir kennen das. Aber das ist vielleicht eine Assoziation, die ganz witzig ist, weil es ist tatsächlich ein bisschen rauer. Ja, und dieses Raue entsteht, wie gesagt, durch diese Salzglasierung und die sorgt dafür, durch diese Rauheit, dass dieses Prickeln, diese Karbonisierung, dieses Perlige erhalten bleibt oder sogar noch intensiviert wird. Das wollen wir haben im Bier, das ist ein positiver Effekt, den wir immer haben wollen als Bierliebhaber. Deswegen ideal und sogar noch besser als der Glasbierkrug, weil hier ist es von Natur aus vorhanden. Also auch da perfekt, wie gesagt. Man kann es zwar sensorisch mit den Augen nicht sehen, man kann es vermutlich auch nicht hören, weil auch hier durch diese Dickwandigkeit, also das sind auch nur die Experten, die ihr Bier auch noch hören. Also da können wir auch noch mal gerne mal eine Sendung drüber machen. Aber so passt das schon. Ja, was haben wir noch an diesen Krügen? Ja, was natürlich auch klar ist, ist die Robustheit. Also die Dinger, die sind jetzt nicht sehr zerbrechlich. Also das gibt Biergläser, gerade Craft-Biergläser, die sind so dünnwandig. Da denkt man auch so, oh, was ist da los? Oder ich sage nur die Thematik, Bolosilikatglas, Laborglas, hatten wir auch schon mal vorgestellt, ja, die Schwebegläser. Denn da wird es schwierig, da denkt man auch so, Gott, das zerbricht gleich. Hier hingegen, das wirkt schon alles ein bisschen robuster. Und wie gesagt, dann auf dem Kefaloer Markt war das hier eine Schlag- und Wurfwaffe gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also dann wisst ihr schon, die Dinger sind ein bisschen, gab sogar wohl einen Todesfall. Also das ist ein bisschen robuster, das Ganze. Was kann man noch zu diesen Krügen sagen? Genau, und das ist so das Wichtigste, wo ich auch als Biersüffler auch als Wichtigstes finde, das ist dieses, der Naturaspekt, der Natürlichkeitsaspekt. Wenn man aus dieser Art Glas trinkt, wir wissen ja selber, wie hat denn das mit dem Trinken überhaupt angefangen? Angefangen hat im Prinzip alles mit den Händen. Ja, also wenn wir uns historisch bewegen, dann wissen wir, wir hatten zuerst die Hand gehabt und haben, ne, so einen Hohlraum geschaffen und dann haben wir aus der Hand getrunken. Das kennen wir, das machen wir heutzutage auch, wenn wir auf Wanderschaft sind oder so, ne, wenn wir da, weiß ich nicht, so Bushcraft oder sowas machen. Und das war so das Erste. Ja, dann kam natürlich im Steine, die halt auch größere Steine, die so eine Hohlkammer hatten, da haben wir gesagt, ja, komm,
Da gab es dann Wurzeln, Rinde, Baumrinde, bis später zum Trinkhorn. Die sind bis heute auch in Mittelalterszene, kennen wir natürlich als Metaller, ne? Schöne Methorn oder Bierhorn, wie auch immer. Dann die Holzkrüge kamen später, die dann auch so ein bisschen geformt worden sind. Der Kelch natürlich, den müssen wir ansprechen. Das erste Trinkgefäß, wie gesagt, was offiziell so, ne, rauskam. Der Kelch, der Becher natürlich, erst Becher, dann Kelch. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt und hier ist es halt geblieben. Ne? Also wir haben jetzt nicht dieses sterile, neutrale Glas an der Lippe dran, von der Wahrnehmung, sondern wir haben schon sowas mit Naturmaterial, unverarbeitet in dem Sinne fast schon, ähnlich wie das Trinkhorn oder der Holzbierkrug, der Metall-Messing-Kupfer-Bierkrug. Ja, und jetzt ist natürlich auch Stein, weil Stein ist einfach mal noch ein bisschen natürlicher tatsächlich als Glas, auch vom Aufwand her, wie man das Ganze verarbeitet. Und das merkst du auch durch diese Salzglasierung. Das ist einfach, das ist robuster, das ist uriger. Ja, ich benutze immer ganz gerne den Begriff, die Definition urig, diese Urigkeit. Und das bietet natürlich hier dieser schöne Käferloher im Bierkrug oder Tönnchen auch genannt. Genau. Es kann zu Abschabungen oder Fehlern führen. Das ist jetzt so hier zum Beispiel, da sehen wir, da ist dann so ein kleines Pünktchen drin, da ist ein bisschen was abgeplatzt. Auch hier oben kann ein bisschen was abplatzen. Das ist, wie gesagt, klar, das passiert beim Glas nicht. Von dem Aspekt her ist es ein bisschen empfindlicher. Aber ansonsten würde ich schon dabei bleiben, das ist urig, das ist robust und das ist einfach nochmal ein anderes, natürlicheres Trinkerlebnis als aus einem Glasbierkrug. Das ist so das Positive. Negative Aspekte haben wir schon angesprochen. Eigentlich der einzigste negative Aspekt, den es hier gibt, das ist die Blickdichte. Also man kann das Bier nicht sehen. Das ist das Problem. Ne? Das trübt so ein bisschen den Geschmack auch. Das ist so ähnlich so Drink in the Dark. Da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über Event, Bier trinken im Event-Bereich. Ne? Was ist das? Ne? Um auch nochmal so die sensorischen Dinge auszuschalten, ne? So dass man so sagt, so komm, wie ist denn das da eigentlich, wenn man so im Dunkeln ein Bier trinkt und man sieht es nicht. Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt und das würde ich als negativ sehen wollen. Ja. Bei diesem Bierkrug hier übrigens von Schultheiß, das ist auch nochmal ganz witzig, weil die identifizieren sich auch mehr durch ihre Logos, durch ihr Branding, durch ihre Marken, durch ihre, wie sagt man, Bemalung. Teilweise werden die auch noch von Hand bemalt. Hier ist jetzt das Logo aus Berlin von der Berliner Kindl und Schultheiß Brauerei drauf. Aber es gibt natürlich auch hier mit Wappen von Berlin, von Bayern. Also da kann man sehr individualisieren. Dafür sind diese Art dieser Bierkrüge auch bekannt, dass sie sehr individualisiert werden mit speziellen Aufdrucken, Malereien. Ne? Das ist auch nochmal ein bisschen spannend. So, wo man sich so ein bisschen abheben kann und deswegen auch für Sammler sicherlich interessant. Bei diesem Bierkrug hier, das ist das Witzige an der ganzen Geschichte, hier ist nämlich, das ist kein historischer Krug, weil hier seht ihr auch schon, da ist der Eichstrich, da steht hier 0,5. Da haben wir auch schon getestet, ne? Wir haben eine 0,5er Dose reingemacht, das passt nicht da rein, das ist 0,33, Freunde. Ja, also das ist nochmal so ein bisschen, wo man sagt, so, okay, das ist schon so ein bisschen was Spezielles. Aber so eine Fehlnormungen, die kommen halt auch öfters hier vor und die findet man bei einem Glasbierkrug natürlich nicht, was auch nochmal diese Urigkeit unterstreichen wird. Genau, dann haben wir das auch mal durch. Also auch ein großes Thema, die Individualisierung. Man kann das auch heutzutage selbst sich designen lassen. Da könnt ihr euer Logo, euer Name raufschreiben für den besten Papi der Welt von mir aus oder für mein Lieblingsbier oder wie auch immer. Das kann man dann da raufdrucken. Pflegeleicht, Reinigung. Freunde, mit einer guten professionellen Glasbürste kriegt man auch diesen Krug hier wunderbar sauber. Diese Geschichte, dieser Mythos, dass man die Salzglasierung dadurch entfernt, ist absoluter Blödsinn. Dann müssten ja die ganzen mittelalterlichen Keramikgefäße, die eine Salzglasur haben, heutzutage unbrauchbar sein. Und ich kenne ganze Menge Leute, die sich nämlich verweigern, von Ikea ihre Zeug da zu holen, die nur auf Mittelaltermärkte gehen und sich diese alten Salzglasur-Teller und was es da alles gibt, holen. Also da kenne ich einige von und die beschweren sich nicht, dass da irgendwie durch die Bürste oder durch den Schwamm die Salzglasierung weggeht. Das ist ja Humbug. Also das ist ja, also kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe den schon eine Weile und ich habe den öfters jetzt gereinigt und da ist noch genauso rau wie vorher. Also das ist ja Quatsch. Ja, wem das zu rau ist, dem sei empfohlen, diese Krüge gibt es auch noch in der moderneren Variante ohne Glas, ohne Salzglasierung.
Das ist dann einfach, wenn ihr anfasst, die sind ein bisschen heller, die sind ein bisschen polierter, die sind ein bisschen glänzender. Da müsst ihr vorsichtig sein, da geht das Urigkeitsgefühl weg auf der Lippe. Das müsst ihr wissen. Ja? Also wenn ihr aus so einem polierten, nicht salzglasierten Bierkrug trinkt, dann werdet ihr feststellen, okay, also vom Lippengefühl kommt das zwar auch nicht ganz an einen Glasbierkrug dran, eher vielleicht Thematik diese Steingutbecher, da kommen wir dann schon eher so in diese Richtung, aber das ist halt, ja, es fehlt was, es wirkt unvollständig. Deswegen meine Empfehlung an euch ist, wenn ihr das Geld habt, kauft euch beide Sorten, einmal mit Salzglasierung, einmal ohne Salzglasierung. Wenn ihr jetzt nicht so viel Geld habt und es reicht nur für einen Bierkrug, dann würde ich euch empfehlen, mit Salzglasierung zu holen, um halt diesen natürlichen, diesen urigen Charakter an euren Lippen zu spüren, ja, und das Bier auch richtig daraus genießen zu können. Was bezahlt ihr dafür? Naja, das ist immer unterschiedlich, Freunde. Also auf eBay gebraucht, da bekommt ihr hier so eine Sammlerkrüge. Für mich war es wichtig, dass es irgendwie ja, assoziiert wird mit Berlin, deswegen jetzt hier Berliner Kindl und Schultheiß Brauerei. Ich wollte eigentlich einen aus Berlin haben mit dem Wappen. Ihr kennt die Thematik, die Odyssee des Bierkruges, ja, der Biersuppler unterwegs. Aber sollte ja nicht so sein. Und es ist unterschiedlich. Also die könnt ihr zwischen 5 Euro und 30 Euro beziehen. Das müsst ihr halt mal gucken, was so eure Vorlieben sind. Ob ihr dann das Tönnchen haben wollt, wie hier ganz klassisch. Oder ob ihr ein bisschen höher haben wollt, Tendenz zum Seidel hin. Oder ob ihr sagt, nein, nee, wir wollen dann doch eher mit Deckel haben. Das müsst ihr halt gucken. Also ich empfehle euch wirklich den Classics, das Tönnchen. Das ist dieser hier, dieser Käferlohr. Und damit seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite und dann macht das auch wirklich Spaß. Ich finde, das ist so ein typisches Trinkgefäß auch für einen Garten draußen, für einen Grill, für ein Barbecue, für einen Biergarten. Das macht Spaß, aus den Dingern hier zu trinken. Wir haben sie getestet, die bleiben wirklich hier alles voll beleuchtet mit Softboxen und die Dinger bleiben wirklich frisch. Also da ist, das bleibt kühl, das Bier, es ist frisch und es bleibt spritzig. Das kriegt ein Glasbierkrug einfach nicht hin, deswegen ist das hier schon super. Wenn jetzt gleich wieder die Frage kommt, naja, wie sieht es mit dem Tastingglas aus? Freunde, ein Tastingglas ist ein Profi-Werkzeug. Das benutzt du auch als Werkzeug, nicht als Trinkgefäß. Punkt. Das ist meine Aussagekraft. Da gibt es nicht besser oder schlechter. Das hier ist für ein gemütliches, geselliges, mit, sage ich mal, Aromaspitzen beseeltes Trinkerlebnis. Nicht so gut wie ein Tastingglas, das ist klar, aber eben, ja, in geselliger Runde, würde ich tatsächlich den Steingut Bierkrug mit Glas mit Salzglasierung tatsächlich bevorzugen, bevor ich mir jetzt kommt da Glasbierkrug hole. Ja, das heißt also, wenn Gäste kommen und ich hätte genug davon, dann würde ich sagen, komm, ich würde mich lieber für diesen Steingut Bierkrug mit Salzglasierung entscheiden, bevor ich mich für den Glasbierkrug entscheide. So, jetzt haben wir es hinbekommen ohne Haspler. Sehr schön. Genau. Bierstil ist klar, ihr könnt Schwarzbier draus trinken, Pilz, Helles, helle Lagerbiere generell, Rotbier, Bockbier würde ich jetzt vielleicht weniger empfehlen, Stout, Porter würde ich auch weniger empfehlen, IPA schon gar nicht, das heißt eher so die traditionellen, bei uns hier in Deutschland bekanntesten und meist verbreitesten Biertypen, die würde ich da draus trinken wollen. Wenn jetzt wieder die Frage kommt, wie sieht es aus mit einem Weizen? Hatten wir schon letztens die Kommentare gehabt, um Gottes Willen, es geht nicht. Also da ist natürlich wieder diese Kontroverse da. Deswegen von meiner Seite aus, ich würde es auch nicht empfehlen, weil die Hefe noch zu empfindlich ist. Die würde ich doch schon eher lieber in einem anderen Trinkgefäß sehen, wo dann auch die Oberflächenspannung noch ein bisschen verändert ist, weil die ist auch ziemlich breit, die Oberflächenspannung. Und aus dem Grund würde ich da das Weißbier eher weniger draus empfehlen wollen. Aber ein schönes, helles, schöne Lagerbiere generell, das sollte soweit passen. Gut, dann haben wir auch mal diesen historischen Bierkrug, dieses Trinkgefäß zum Bier einfüllen durchgesprochen. Sehr schön. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, wie ihr das so seht. Und ja, probiert es ruhig mal aus. Ich denke mal, so zwischen 35 Euro kann man mal investieren. Und dann hat man wirklich einen schönen individuellen, ja, Steingut-Bierkrug mit Salzglasierung. So, Freunde, dann haben wir es mal durch. Den Käferlohr und in dem Sinne sind wir fertig mit diesem Themensonntag. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.